wieder. Vielleicht. Oh, wie viel habe ich jetzt? Ein Mob noch. Höchstens ein Mob. Komm. Nein, nicht mehr Nummer 17. Ich will das Level Up genau beim Endboss haben. Dreimal ansprechen. Dreimal, ja. Ja, den Altar da. Ja, ich bin auf, ich bin aber nicht auf. Gute Nacht. Jo, Nachti, ich schlafe gut. Oh, ciao, ciao. Disconnected from your channel. Doch, muss sein. Ja. Ja. Das ist mir bewusst, aber ich kann da... ich weiß auch, glaube ich, auch schon warum. Aber weil sie ausgelockt hat. Naja, weil sie rausgeflogen ist auch, ja. Nee. Warte, komm. Kannst du echt nicht drücken? Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Da muss dann wohl einer von euch hier. Ja, Nummer 17, sieh zu, nicht mit. Combo Start und Action. Soll ich? Jetzt mache ich scheiß Undertick auch noch. Wer denn nun? Wer zuerst stirbt? Ja, genau. No, ich hab dich doch bekannt, Nummer 17. Wieso bist du jetzt orange? Der PK war schon zu Ende, hat dich nochmal angegriffen. Ja gut, das kann gut sein. Mein Traum. La la la. Kriegst du gleich beim Endboss Level ab? Wenn's gut läuft, ja. Wenn der Endboss noch XP gibt, hoffe ich mal. Bisschen, denke ich schon. Wo ist Ethan? Was soll ich die Kiste jetzt öffnen? Ja, mach auf. Und. Tja. Hättet ja mal ruhig ein Ding uns aussehen können, ein Ohrring. Ja, war ja nicht meine Kiste eigentlich, ne? Tut mir leid. Schon klar, wer schuld ist. Mehr? Ja, wer wohl? Ich natürlich. Was mit mir schon wieder? Du bist schuld. Ah, das will grundsätzlich, da hab ich mich dran gewöhnt. Yeah. Kommt ihr da noch langsam? Wir sind schon im Weg. Ach da. Ja, ich würde sagen, erstmal buffen, oder? Die alle gestorben. Ja, hast du ihn jetzt gerade geholt? Ja, wir haben ja Zeit, jetzt dauert er, bis er kommt. Dann sind wir noch nicht da. Wo ist er denn? Da, jetzt kommt er. Fünf, vier, drei, zwei, eins, 100! Level! Gedreht! Yeah! So, seid stolz auf mich. Oh, ich bin übelst stolz auf dich. Weil ich nicht. Das steht der Lauf gleich auf den Arm. Ich glaub, das ist besser. Ja, dann mache ich gleich noch Daily Quest. Aha.
ist schade, dass man die Leute nicht aus dem, oder bei der Heilung ausgrenzen kann. Das ist doch echt. Was? Das ist echt schlimm. Soll ich ihn eben aus der Fahrt kriegen? Na, so fies braucht man denn doch nicht sein. Genau, seid lieb zu mir. Och, irgendwann sind wir beide schon noch alleine wieder in der Party. Soll ich SP geben? Nicht das. Der Boss cheatet. 7 Level zu hoch auf den Wänden. Nein. Na, ich kriege nicht. Ah, jetzt ist wieder, jetzt ist wieder okay. Ich habe ihn erstmal wieder runtergelevelt. De-leveling. Ja, normalerweise im Nation wäre es total fies, oder? Ist den Level 12 aufballer? Toll. Ist er jetzt nur noch 160? Haha, jetzt fliegst du außen den Weg. Warum damals 130 auf dem Station wollte und 129 ging? Noch ein Screenshot von. Ich hab auf dem Nation Model Level. Mhm. Und ich bin mein Porsche auch schon geschafft, ein Level NW zu machen. Ich mach mal die letzte Kiste auf. Piss dich. Geh sterben. Milf. Nein, verdammt. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß beim Warten. Toll. Ich bin AFK. Stunden später. Wow, wow, wow. Mega Lex, warum? Ja, ist gut jetzt? Hast du dich gefangen? Jo. Ja, dann sind wir wieder am Anfang. Da der gute Däum mich ja gekillt hat. Warum leckt das denn jetzt so? Ja, kann gut sein, weil ich gerade Rechner-Neustart machen musste, weil Kabal, sobald wo Daumen mich gekillt hatte, ist mein komplettes Kabal abgestürzt und wollte danach einfach nicht mehr starten. Deswegen habe ich aber jetzt mal Neustart gemacht. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe es euch versprochen, ich habe mein Level ab hier drinne gemacht. Bin jetzt 173, yeah! So. Ja, dann fange ich auch gleich an mit den Questerklärungen. So, hier am Anfang müsst ihr die, wie heißen die? Minu Corps Sparthaus, keine Ahnung. Müsst ihr ein paar Stück killen. Es ist irgendein richtiger dabei. Dann öffnet sich nämlich, ups, da die Tür. Und dann könnt ihr hier durch. Am besten, ja, wir machen das immer so. Weil hier spawnen ja diese Illusion Fox und die hauen verdammt viel Schaden raus und die kannst du nicht angreifen. So, das heißt, wir hauen dieses Tor fast... Boah, wieso laggt das so? Fast kaputt. Dann gehen wir hier durch. Also, machen dieses Tor dann kaputt. Was ihr hier ansprechen müsst, ist einmal
Ich glaube als erstes diesen. Ne, hier war das noch gar nicht. Als erstes das Regal, dann diesen Bücherregal. Erst das Regal, dann diesen Tisch. Oder andersrum. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, weil ich die Quest auch gerade nicht gemacht habe. Deswegen wird es ein bisschen schwierig sein, die ganz komplett zu erklären. Und auch noch zu überleben, ja. Rechner, bitte, tu mir den Gefallen. Danke. So, wenn ihr das erledigt habt... Boah, schrecklich. Na, na? Ruhe jetzt. Ich hab diese Ruhe. Boah, schrecklich. Versuchen wir da mal. Wie gesagt, dann haut ihr das Tor kaputt. Geht ihr hier durch. Klickt dann als erstes diesen Kamin an. Dann den Schreibtisch. Dann könnt ihr könnt das Geld natürlich hier vorher kaputt hauen. Dann könnt ihr aber hier durch. Als erstes den Spiegel. Boah, dieses Standbild, ne? Ich hoffe, der fängt sich gleich wieder. Keine Ahnung, was es ist. Als erstes den Spiegel, den kaputten, dann den Kamin, dann wieder den Spiegel. Dann kommt hier der erste Boss. So, sobald ihr den tot habt, könnt ihr hier weiter. Ja, hier in den nächsten Raum. Oh, ich überlebe hier nie. Ist als erstes diese Statue da angeklickt in der Ecke, dann die hier, die noch nicht, die, dann die hier und dann die hier am Schluss. Dann spawnt der zweite Boss und der ist hier. So, sobald ihr den tot habt, fahrt am besten, ich zeige euch nämlich gleich die Drachenquest. Deswegen macht das gleich am Anfang, fahrt hier zurück und sprecht dieses Bücherregal da hinten wieder an. Oh oh. Ey, das gibt's doch nicht. Scheiß Standbilder. Ich muss gleich mal gucken, was das ist, warum der so lädt. Ich stelle mich gleich irgendwo mal kurz hin. Unterbreche ich einmal kurz. Ich mache das jetzt lieber mal. Ich unterbreche gleich.